das Böse, ein Übel bekämpfen. Das Problem dabei ist nur, niemand weiß, wie das gehen soll, ohne neues Übel zu schaffen. Ehud Barak war Teil von hochbrisanten Mossad-Aktionen. Er war Kommandeur der Sayeret Matkal, Eliteeinheit der israelischen Armee. Er war Generalstabschef, natürlich Premierminister und ist jetzt bei uns der am höchsten dekorierte Soldat Israels. Good evening, Ehud Barak. Good evening. Würden Sie jetzt in Netanyahus Haut stecken wollen? Ich beneide ihn nicht und ich möchte auch nicht spekulieren. Deswegen kann ich das nicht beantworten. Dann, was meinen Sie denn? Wie muss diese Operation, die jetzt ja offenbar bevorsteht, ganz konkret aussehen? Am liebsten würden wir natürlich unsere Ziele durch reine Luftangriffe, durch Bombardierungen erreichen. Das ist aber unmöglich. Ziel ist es, sicherzustellen, dass wir jedwede operative Fähigkeit von Hamas lähmen und dass diese brutalen Morde und barbarischen Angriffe nie mehr passieren können. Das heißt, wir brauchen dafür Bodentruppen. Und das könnte in den nächsten Tagen passieren. Und wie lange wird diese Operation dann Ihrer Meinung nach anhalten müssen, bis das Ziel erreicht ist, das die Regierung ausgegeben hat, nämlich Hamas zu vernichten? Naja, wir sind im Krieg. Man kann nicht genau vorhersagen, wie lange das dauert. Zwei Seiten sind beteiligt. Das ist ein echter Krieg. Das dauert vielleicht mehrere Wochen oder ein paar Monate. Das ist unvorhersehbar. Aber wir sind entschlossen, Hamas auszulöschen als militärische Kraft und hoffentlich auch als politische Kraft im Gazastreifen. Herr Barak, Sie waren ein Kommandeur von israelischen Streitkräften im ersten Libanon-Krieg. Das war ein Krieg, der sehr lange dauerte und am Ende Chaos hinterlassen hat im Libanon und auch wieder mehr Krieg. Israel hat jetzt gerade in der Vergangenheit, gerade eben, sehr, sehr viel Leid erfahren und bringt jetzt aber auch Leid für die Zivilbevölkerung in Gaza. Wie kann dieser Teufelskreis gestoppt werden und müsste man ihn nicht auch irgendwann stoppen? Zunächst mal kann man diese zwei Dinge nicht vergleichen. Es scheint eine moralische Äquivalenz zu geben, aber das stimmt nicht. So einen barbarischen Angriff hat es noch nie gegeben in der Geschichte Israels. Das war der schlimmste Schlag, den das Land je erlitten hat. Das Äquivalent, also nur von den Toten her betrachtet, die 1300 Menschen, vor allen Dingen Zivilisten, die umkamen, die massakriert wurden, das wäre, wenn 10.000 Deutsche wahrscheinlich mehr als das getötet worden wären. Das war also ein schlimmer Schlag in 24 Stunden. Man kann das nicht vergleichen. Es stimmt, wir halten uns an das Völkerrecht, aber jeder, der weiß, dass in seiner Nachbarschaft oder an seinem Arbeitsplatz irgendwelche Aktivitäten waren, heute oder in der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren, der muss wissen, er wird zum Ziel, er sollte sich... Aber Herr Barak, wir reden über 1,1 Millionen Menschen, wir reden auch über Alte, über Menschen, die sich gar nicht fortbewegen können, die krank sind. Die sich selber nicht bewegen können, die sollten an einen sicheren Ort gebracht werden durch die UNO oder die NGOs. Aber 1,1 Millionen Menschen, wir haben gehört, in den ersten 36 Stunden sind schon 500.000 weggegangen und hoffentlich bleiben noch 24 Stunden und dann wird die ganze Million sich wegbewegt haben. Die, die nicht gehen, riskieren ihr Leben. Das ist ganz klar. Es ist schmerzhaft, aber das ist die Realität. Es ist ein Krieg gegen eine barbarische Gruppe wie Al-Qaida oder der IS und die sollte ausgelöscht werden. Und danach werden wir dann Frieden bekommen? Jetzt ist nicht die Zeit, um über den Frieden zu sprechen. Ich habe lange Zeit als Politiker über Frieden gesprochen. Das ist jetzt nicht auf dem Tisch. Zunächst müssen wir den Krieg gewinnen. Wenn wir den Krieg nicht gewinnen, gibt es keinen Frieden. Wenn wir den Krieg gewinnen, gibt es eine neue Chance, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Aber wir werden gewinnen und wir werden die militärischen Fähigkeiten von Hamas auslöschen, egal was nötig ist. Sagt Ehud Barak, ehemaliger Premierminister des Staates Israel. Herr Barak, vielen Dank für das Gespräch. Sir, thank you very much. Thank you.